Ich muss mich mal hier zu einem YouTube-Video äußern, das mich überanfuckt. Also es hat mich nicht erregt im positiven Sinne, sondern eher im negativen Sinne. Und zwar geht es um... Scheiße, jetzt hat er seinen Kanal-Trailer automatisch abgespielt. Jetzt weiß es jeder! Und zwar geht es um das neue Video von PewDiePie. Nein! Oh, Spaß! Jetzt krieg dich ein Arschloch! So. Und zwar geht es um das neue Video von KuchenTV. Ich werde mich mal hier in die Mitte positionieren. Und es gibt da so ein... Mein Gott. Wieso schreiben denn selbst Subs GTA rein? Ich hab jetzt keinen Bock auf GTA! Mann! Ich raste aus! Oh. Junge, das macht mich überaggressiv. So. Und zwar geht es einfach um dieses Video hier von KuchenTV, was mich fuckt es einfach immens ab. Er hat halt in diesem Video, ich habe es mir jetzt schon angeguckt, deswegen will ich es nicht nochmal mit euch angucken. Er redet hier einfach, er macht einfach ein Format, wo er darüber redet, welche YouTuber zuerst sterben. Und ganz vorne, also scheiß mal auf Axel und mich, die er drin hat. So, das sind, und Drachenlord. Wir sind drei Leute, die sich damit auseinandersetzen, dass es eventuell sein kann, dass man... Wir sind drei Leute, wir können was daran ändern. Hier, ich, Axel und Drachenlord, wir könnten theoretisch was daran... Okay, Drachenlord ist vielleicht nochmal so eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob der noch was ändern kann. Oder ob die Todesursache auch so damit zusammenhängen wird, dass er dick ist. Aber wir sind Personen, die was ändern können daran. Jetzt rein vom Körpergewicht her, wir können uns gesünder ernähren und würden auf jeden Fall die Zeiten ein wenig nach hinten verschieben. Was die Zeit des Todes betrifft. Was mir aber allerdings sehr doll auf den Sack ging, ist, dass er jetzt hier Propper und Dings mit reingenommen und Marmeladenoma. Er hat die einfach beide mit reingenommen. Das sind zwei Personen, die natürlich schon logischerweise älter sind und wenn man in höherem Alter ist, und das ist einfach bei den meisten so, da spielt man schon viel mehr mit den Gedanken, über den Tod nachzudenken. Und der Tod ist etwas, selbst wenn ich heute mit meinen 21 Jahren über den Tod nachdenke, ist es etwas, was mir unglaubliche Angst macht. Wisst ihr, was ich meine? Der Tod macht mir unglaubliche Angst. Und was meint ihr? Wie dolle Angst der Tod einen macht, wenn man wirklich schon in ein Alter ist, wo man sich wirklich schon Gedanken darüber machen kann? So, wisst ihr, ich denke, dass die Marmeladenoma schon damit zu kämpfen hat und auch Propper. Das sind halt einfach Menschen, die schon ein sehr hohes Alter erreicht haben und dementsprechend halt auch schon vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht leben die ja noch 30 Jahre, das weiß man ja nicht. Das kann ja alles passieren. Aber es ist trotzdem schon ein Alter, was über das Durchschnittsalter der Menschheit gekommen ist. Und deswegen ist dieser Gedanke vor dem Tod etwas, was das Leben unheimlich schwierig macht, weil dieser Gedanke schon so extrem nah ist. Und ich finde das so schrecklich, dass KuchenTV, nur weil er keine Ahnung hat, welches verfickte Format er nehmen soll, und nur weil er hier mit diesem Format drei YouTuber, die keiner mehr kennt oder die irrelevant geworden sind, hier gute Klicks macht, denkt er jetzt, dass er mit diesem Format, dieser YouTuber stirbt zuerst, jetzt hier auch noch Fettklicks ziehen kann. Ich finde das absolut schrecklich. Wie gesagt, ich akzeptiere das, ich weiß es, ich weiß es selbst mit meiner Ernährung, dass ich da nicht viel dazu beitrage, dass ich über 30 Jahre alt werde. Exe weiß es ganz genau, Drachenlord weiß es ganz genau, aber wir sind drei Personen, wir können es verändern. Wir können es verändern und deswegen finde ich es da nicht ganz so schlimm, auch wenn ich es schlimm finde, Vandale, Dankeschön, dass er so auf Wahrsager tut, irgendwie so, ja, die werden nicht... Dann tut er hier so auf mysteriöser Mensch mit langem Hals, der in so eine Kugel guckt und denkt, ja, du wirst in 13,5 Jahren sterben, weil du bist übergewichtig, weißt du? Das gefällt mir auch nicht. Aber dass er hier über Menschen so redet, die mit Sicherheit schon darüber nachdenken ganz oft und sicherlich auch mal die ein oder andere Träne vergießen, das finde ich schrecklich. Mir geht dieser Mensch KuchenTV geht mir so immens auf den Sack, auch dass er mich immer wieder erwähnen muss. Immer wieder. Warum kann er mich ja nicht einfach in Ruhe lassen? Er mag mich nicht. Das hat er mir schon in 200 Streams, hat er mir das jetzt klar und deutlich gesagt, dass er nichts mit mir anfangen kann. Aber er muss mich erwähnen und packt mich dann auch wieder in den Titel. Also nicht in den Titel, hier in das Thumbnail rein. Aber dafür reicht es dann wieder, weißt du? Warte. Ich bin 50 Sekunden ein Teil seines Videos und er packt mich in sein Video rein. Weil er weiß, dass Marmeladenoma und Propper nicht so viel ziehen würden wie wir zwei Übergewichtigen.
Und das finde ich schrecklich. Dieser Mensch geht mir auf den Sack. Seine Ansichten gehen mir auf den Sack, sein Verhalten geht mir auf den Sack. Natürlich macht er das ein oder andere Mal Videos, die interessant sind, aber er als Mensch geht mir auf den Sack. Mir geht auch auf den Sack, dass er sich jedes Mal beweisen muss. Guck mal, was ich mir als großer YouTuber traue zu sagen. Das fuckt ab. Ich kann den Typen nicht leiden. Und er kann mich genauso wenig leiden. Aber trotzdem muss er die ganze Zeit mich immer wieder erwähnen irgendwo. Kann er nicht einfach mal sein Maul halten? Ist es nicht so, wenn man jemanden nicht leiden kann, dass man ihn dann einfach nicht mehr erwähnt? Und er macht immer weiter. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, das nervt mich. Ja, also du wirst nicht mehr alt werden. Dankeschön, ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, wenn ich 8000 Kilokalorien am Tag zu mir nehme. Nee, dankeschön, dass du mir das jetzt nochmal auf die Nase brummst, mein Freund. So,